Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer erneuten Fortnite-Challenge hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es die nur mythische Waffen-Challenge in Fortnite. Und in der neuen Season gibt es über 10 verschiedene mythische Waffen. Und ich versuche, alle mythischen Waffen in nur einer einzigen Runde zu bekommen. Wird das ein neuer Weltrekord? Lasst sehr gerne schon meinen kostenlosen Daumen nach oben da vorne auf dem Video. Und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr neu seid. Wir stehen kurz vor den 200.000 Abonnenten. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bei dieser Challenge wird es auf jeden Fall am schwierigsten sein, alle Tresore oder zumindest auch nur zwei Tresore zu bekommen, weil eigentlich die Gegner immer direkt alle den Tresor haben wollen. Das zweite Problem bei der Challenge wird sein, Freunde, dass die Tresore einfach so weit voneinander entfernt sind und ich auch ein bisschen Zonenglück brauchen muss. Aber ich würde sagen, wir fangen hier mal oben rechts bei Sanguin an, Freunde. Der Bot droppt da einmal eine mythische DMR. Dann bin ich auch sehr gespannt, welche mythische Waffe wir quasi aus dem Tresor bekommen. Und dann hätten wir eigentlich schon mal 2 von 5 mythischen Waffen und ja, mitgesnackt. Ich würde sagen, Freunde, wir landen direkt einmal hier bei dem Tower hier vorne rechts, weil dort geht's direkt einmal runter zum Tresor. Dann müssen wir uns hier ein Auto nehmen und direkt einmal nach Eclipse düsen. Aber jetzt erstmal hier hoffen, dass wir hier überhaupt überleben. Ein paar Waffen finden dort und hier gibt es direkt einen Automaten. So, weil ich kaufe direkt meine SMG. So, zack. SMG kaufe, wir kaufen auch ein paar Gegner mit, sehe ich gerade. Einmal hier, Leute, hier direkt ab nach unten. Aber wir brauchen jetzt irgendwie einen Rambock oder so. Oh, aber Junge, nervt doch jetzt, bin ich Gott. Um hier einmal in den Tresor reinzukommen. Oh, Leute, wo ist hier? Gibt's hier irgendwie einen Rambock oder so? Sonst müssen wir hier quasi so runterlaufen, ne? Warte mal, wir müssen hier irgendwie reinkommen in den Tresor. Mal schauen, Leute, wie wir hier am besten reinkommen. Komm, gib mir irgendwie einen Rambock oder so. Komm schon jetzt hier. Oh, über mir landen die ganzen Gegner auch, ne? Gar nicht gut. Das Ding ist halt, ich kann das ja quasi nicht aufbauen, ne? Ich brauche irgendwie C4. Komm, gib mir C4 oder so. Komm, Bruder, mach doch jetzt nicht diesen hier. Gönn mir C4. Ach, da sind sogar noch Gegner gelandet. Hier ist ein Rambock, perfekt. Komm, den Gegner da vorne lassen wir mal ganz kurz hier am Leben, würde ich mal behaupten, ne? Oh, das ist auch ein Gegner. Weg mit dem. Einmal direkt hier finishen, so. Und dann geht's hier rein, Leute. Einmal Rambock aufladen und... Bam. Ab geht die Post. Jetzt wurde ich wieder gescannt. Oh Mann, ist das nervig. So, die Frage ist jetzt, Leute, wo geht's hier rein zum Tresor? Oder? Ja. Also einmal hier kurz den Handlanger holen. Jetzt einmal hier noch den Boss holen. So, Leute. Und da haben wir auch schon die ersten 2 mythische Waffen quasi. Einmal mythische DMR. Und hier jetzt kein Laser berühren. Perfekt. Und jetzt einmal hier vorne gleich noch eine 2. mythische Waffe aus dem Tresor quasi. Mal schauen, welche Waffe wir uns gönnen. Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, welche mythische Waffe ihr denn am liebsten spielt. Ich würde sagen, entweder die mythische MK Alpha oder die mythische Pumpgun. Oh Leute, hier haben wir sie direkt. Die mythische MK Alpha. Ab hier die Post. Einmal von hier die Pumpgun quasi direkt weglegen. Und ab sofort, Leute, hier dürfen wir nur noch mythische Waffen spielen. Einmal noch hier kurz die Splashfässer mit reinziehen. Jetzt müssen wir uns eigentlich direkt auf den Weg machen und einmal Richtung Eclipse laufen. Das ist eh zum Glück noch in der Zone, das ist schon mal ganz gut. Und jetzt kommen die ganzen Bots hier, ne? Oh nein, aua, aua, aua. Bitte geht weg, aua, aua. Ich hab gar nichts getan. Bitte einmal weggehen. Danke. Danke, lieben Bots, bitte einmal weg. Ich habe nichts getan, bin ganz brav hier. Oh nein, das sind ja die ganzen... Oh, warte mal. Ja, das Geschütz haben auch noch mit am Start. Ey, aua, die machen alle so doll Auge, ne? Macht ihr alle so doll Auge, jeder macht dir Schaden, Leute, die ganzen Bots und so. Okay, das war auch gerade ein Bot gewesen, glaube ich, ne? So, Leute, dann würde ich sagen, ab geht's. Wir müssen jetzt irgendwie quasi nach Eclipse kommen. Tresor und Eclipse wurde noch nicht eingenommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut für mich. Müssen wir nur kurz irgendwie schauen, dass wir 1400 Meter laufen. Wir haben hier die Impulsgranaten noch mitnehmen. Und wir haben eigentlich schon mal mit die geilste mythische Waffe, die man ziehen kann. Und zwar einmal die mythische MK Alpha. Ey, das ist ja optimal, Leute. Würde sagen, gehen wir hier mal kurz aufs Jumpet drauf. Und fliegen aber direkt weiter. So, hier keine Zeit verplempern. Und zack. Und jetzt wollen wir hier irgendwie 1000 Meter laufen. Oh, weia, Junge. Das ist echt weit entfernt. Ich habe das ein bisschen unterschätzt, glaube ich, auch. Und ich weiß gar nicht, ob es sich zeitlich überhaupt ausgeht, alle 3 Tresore quasi mitzunehmen. Sagen, Leute, lass ich mal kurz das Auto nehmen. Und dann direkt einmal hier weiterlaufen. Kommen wir dann auch direkt Gegner mit am Start. Hoffentlich schießen die mich nicht an. Dann lass mich hier irgendwie in Ruhe. Ey, nein, wie ärgerlich. Oh, warte mal. Ey, der Pumpgun dabei. Ey, ich stecke wirklich fest. Ey, wie dumm ist das bitte? Aber mythische MK Alpha ist auch zu stark, ne, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ich weg vom Busch, Junge. Jetzt, so. Mythische MK Alpha ist auch eigentlich viel zu stark. So, und zack. Einmal hier weg, die Leute. So, noch 400 Meter, das ist schon mal ganz gut. Kommt hinter mir noch ein Gegner. Ich würde sagen, Leute, wenn er mich jetzt nicht anschließt, dann laufen wir mal weiter. Komm, ey. Lass mich in Ruhe, Bro. Komm, lass mich in Ruhe. Geil, Mann. Okay, Leute. So. Gut. 4 Kills am Start, Leute. 2 mythische Waffen schon mal. Von 5 bis jetzt. Und Ziel ist es auf jeden Fall, 5 mythische Waffen quasi selber zu holen. Nicht durch Gegner, sondern wirklich selber zu holen. Und das, glaube ich, ist wirklich Weltrekord. Einmal aufladen und Zündung. Ab geht die Post.
So, jetzt müssen wir hier direkt eigentlich unter die Brücke einmal rein, Leute. Dann können wir quasi direkt in den nächsten Tresor rein. Und das Geile ist, der Bot, der droppt hier einmal, oh, die fighten da sogar, mythische MP. Und quasi, ich bekomme dann aus dem Tresor noch irgendeine mythische Waffe. Im besten Fall irgendwie entweder mythische Pumpgun oder eventuell mythische Singer-MP. Wäre auch ganz geil. Und einmal Zündung, Leute, und einen in den Tresor. Ey, ich mach das Ding Auge auf mich. Ey, bitte, aua, aua. Oh mein Gott, macht das viel Schaden. Mein Gott, macht das Ding viel Schaden. Die Geschütze machen so viel Schaden, ich check's gar nicht. So, Leute, endlich ist der Boss hier mal down. Einmal kurz hier Splasher reinziehen, Leute, und dann geht's ab hier in den Tresor rein. Noch einmal eine mythische Waffe am Start. So, Leute, Tresor gerade ist eingelöst. So, ey, schaut es mal unser Inventar an, Leute. Unser Inventar sieht jetzt schon mal sehr, sehr sexy aus, würde ich sagen. Drei mythische Waffen, Leute. Und was bekommen wir jetzt noch raus? Einmal Boombogen, einmal Raygun und einmal MP nochmal. Da würde ich fast sagen, Leute, nehmen wir einmal... Boah, ich glaube eher den Boombogen nehmen wir jetzt einmal mit, oder? Oder Raygun oder... Nein, deswegen ist MP haben wir schon. Ich würde jetzt sagen, Freunde, dann lassen Sie einmal Raygun mitnehmen. Komm. So, und zack, Leute, einmal Raygun mitnehmen. Ab geht die Post. Und jetzt würde ich hier eigentlich einmal durchlaufen, Leute. Ich habe auch gleich keine Munition, was ich gerade. Ja, Raygun macht schon auch echt Schaden, ey, wenn man so überlegt. So, Leute, einmal hier irgendwie raus, Leute. Irgendwie raus. So, Leute. Und jetzt geht's hier einfach noch runter. Aber Rent, das schaffe ich doch niemals, Leute. Ich schaffe niemals es noch Rentless. Ich habe nicht mal mehr Wildlife am Start. Aber ich brauche Wildlife auf jeden Fall. Tune macht zum Glück nur Einser-Ticks. Wir müssen mal schauen, Leute, ob wir das irgendwie schaffen, ne? 900 Meter noch nach Rentless. Aber eigentlich, Freunde, müssen wir schon alle 5 mythischen Waffen einfach mitnehmen. Dann nehmen wir nicht mal mehr Munition, Leute. Für AR zum Beispiel. Wir haben nicht mal mehr Munition. Das ist echt Quatsch ein bisschen. Zum Glück, Freunde, der Vorteil ist, bei Rentless gibt es Rift. Also wenn wir quasi im Tresor sind, dann können wir direkt aus dem Tresor einmal mit Rift rausgehen. Aua, aua, aua. Purzelbaum schlagen kurz. Ja, das ist 500 Meter sind das knapp hier. Out of Zone. Ja, komm, Leute, wir versuchen es. Wir müssen es versuchen. Weil ich glaube, das ist wirklich ein Weltrekord. In einer Runde alle drei Mega-Tresore mitzunehmen. Ich glaube, das ist wirklich Weltrekord. Da haben wir hier aussteigen, Leute. Jetzt gehen wir hier mit Rakete rüber. Okay, Leute, der Tresor wurde zum Glück schon eingenommen. Das ist schon mal ein Vorteil für mich. Also, wir müssen eigentlich nur noch reingehen, kurz die Karte holen und dann können wir direkt in den Tresor reingehen und uns die 5. mythische Waffe quasi abholen. Und hier geht's dann rein zum Tresor und zack. Wir sind halt super low, ne, ist das Problem. Eigentlich hier mal ganz kurz noch ein Madpack reinziehen. Leute, hier ist dann Tresorkarte. Und da vorne ist der letzte Tresor. Ey, Leute, wir haben es echt geschafft, ne? Wir haben es wirklich geschafft, Leute, einfach hier alle drei Tresore in einer Runde abzuholen. Mein Gott, Leute, hat in letzter Sekunde noch abgeändert hier. So, zack, Leute. Und hier ist da vorne der letzte Tresor. Und wir haben einfach alle 5 mythischen Waffen uns selber geholt. Nicht durch Gegner, Freunde. Wir haben wirklich alle Waffen selbstständig geholt. Und wir sagen, von hier mal Pumpgun mitnehmen. Komm, ab geht's, Leute. Zack, Pumpgun mitnehmen, Leute. Und ab geht die Post. Hier mal kurz die Splasher noch mitnehmen. So, zack, zack, dass wir Full Life sind. Jetzt müssen wir irgendwie so schnell es geht, vorhin einmal in die Zone laufen. Ofenbots, Junge, ihr könnt mir gar nichts tun. Jetzt einmal aufbauen, Leute. So, zack, zack, zack. Ey, die haben auch so viel Leben, die ganzen Dinger und so, die ganzen Metallgitter und so. Und hier müsste es Rift sein. Oh, Leute, ist gerade jemand griftet. Was ein Timing. Jetzt, Freunde, müssen wir irgendwie Zone gehen. Kannst du mal Waffen kurz sortieren hier, Leute. Oh, Zone ist so weit weg, Junge. 800 Meter. Brauchen auf jeden Fall noch irgendwas an Healing dazwischen, ne? Das spielt mir gerade wirklich alles in die Karten vorne. Kein Medkit reinziehen, Leute. Hier dann gleich Rift, ne? Und dann geht's ab in die Zone. Geil, Leute. Ey, das ist hier wirklich neuer Weltrekord, glaube ich. Leute, wir haben es in die Zone geschafft. Und jetzt haben wir eigentlich alles. Wir sind jetzt eigentlich sozusagen unzustoppbar mit allen mythischen Waffen. Bevor wir sind direkt die Gegner mit am Start. Jetzt würde ich sagen, Freunde, wir haben jetzt echt genug gelootet und lang genug gelootet. Jetzt können wir hier alle Gegner wegfetzen. Die Gegner von hier, ah, die sind die unten im Tresor oder sind die, ich glaube, die sind oben. Und deswegen, wir werden jetzt gleich so weglasern, Leute, mit der Aimbot MK Alpha. So, Leute, hier, zack, 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 zack. Ey, mit der DMR, ich treffe gar nichts mit dieser DMR. Oh mein Gott, so treffe ich mit dieser DMR nichts. So, Leute, let's go. Eine neue MP stand auch sehr, sehr stark, Leute, mit diesem Rohpunktvisier quasi. Mit die ganzen Metz und so, Metz zeige ich schon mitnehmen, die ganze Munition und so mitnehmen. Und wir sind direkt die nächsten Gegner mit am Start. Haben hier kurz Splash noch, dass wir Full Life sind. So, ey, Leute, wie das Inventar aussieht, ne? Einfach nur mythische Waffen. Das sieht komplett heftig aus. Wir sagen, Leute, holen wir noch kurz mal ein, zwei Kills mit der Raygun, den wir noch gar nicht getestet jetzt. Auf die Entfernung ist Raygun gar nicht so gut, Leute. Ein bisschen näher rangehen. Oh, MK Alpha auspacken. Ja, Leute. Der MK Alpha, schau mal, die schießt schneller, wie Eminem rappen kann. Kennt ihr diesen Part von Eminem? Oh Gott, das hält auf mich. Kleiner 31er, Junge, du Schwein, du. Will er auf mich snipen hier, so. Aber weg mit dem Bruder hier. Oh, das sind direkt die nächsten Gegner am Start, Leute. Oh, die sind ja bei diesem Leuchtturm, glaube ich, ne, bei dieser Antenne quasi. Oder irgendwo aus der Richtung schießen die zumindest. Ey, Jungs, warte mal auf mich, ich will auch ein paar Kills abstauben hier. Ich bin jetzt sogar unten links zu, Leute. Die sind selber ganz baff, dass ich alle mythische Waffen habe quasi. Hä, checkt er gar nicht, hä? Ah, ich weiter gegen den Boss, Leute. Okay, jetzt check ich's gerade. So,
Alter, Boss hat gerade eingeholt. Ah ne, da ist noch ein Gegner. Oh, warte mal. Oh, da müssen alles nachladen. Wir haben nichts mehr, glaube ich, ne? Wir müssen aber alles nachladen hier. Ey, Junge, die Waffen sind zu stark, ne? Also ich sag's dir, wie es ist. Halt dich hier, der Bruder. Wir müssen in die nächsten. Ey, der Bot macht auch die ganze Zeit ein Auge auf mich, ne? Aua. Ey, der schießt die ganze Zeit auf mich, ne? Bitte, hallo! Hör doch mal auf, Junge! Wieso macht mir so viel Schaden? Den Raygun einmal auspacken hier. Oh, Raygun ist aber schon auch stark, Leute. Ich sag's dir, wie es ist, ne? Raygun ist schon auch sehr, sehr stark, die Waffe. Oh, ey, Leute, Raygun ist super strong. Ey, wie hab ich ihn gerade geholt? Ich schwör, ich hab kein Aimbot, Leute. Ich schwör's. Einfach gerade ohne Ziel, einfach geschossen und einfach getroffen, den Gegner. Perfekt. 200 Schaden macht ein Pumpgun? Ich muss nachladen. Mein Glück. Oh, Leute, ey, 17 Kills. Was? Ist das noch eine 20-Bomb oder wie? Ignas, kommt mal raus. Ey, der Bot läuft immer noch rum, ne? Ey, der Bot will aber auch nicht down gehen, ne? Auf dem Eis fighten die nächsten, Leute. 18 Kills. Hab da einen Finish gerade noch bekommen. Ey, das ist mein Kill, Junge. Nein, 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 er ist so low. Der wurde mir abgeschafft, oder? Nee, doch nicht. Mein Kill. Im R, Leute. Zack, 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 zack. Er macht auch Schaden. Gut Schaden macht die DMR, ne? Raygun nachladen und zack. Alter, da kommen mit lauter Typen direkt. Herr Chat, was soll er tun, Leute? 21 Kills, Leute. Nur müde Waffen. Der letzte Gegner ist am Leben. Oh, ich muss nachladen. Ah! Hä? Das kommt mit Lost. Let's go, Leute! 22 Kills. Nur mit den ganzen mythischen Waffen. Was geht denn ab, Alter? Leute, ich hoffe, euch hat die Challenge gefallen. Lasst immer sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal. Und in dem Sinne, hallo rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave Knights. Ciao, ciao. Baby, baby, yeah.